hier mit einem der ziemlich zahlreichen Winterbilder von Kirchner zu tun. Dieses Bild steht in Davos im Jahr 1917. Ihn hat natürlich diese völlig andere Welt, die er in Davos im Gegensatz zu dem Norden angetroffen hat, die Kälte, die äußere und die innere, die hat ihn offensichtlich sehr beeindruckt. Das Bild hing in einem Hause in Westfalen, wenn ich mich recht erinnere, eingerichtet von Van der Velde. Das Bild löst in mir wirklich unendlich viel Fantasien aus. Es hat auch einen Subson, dieses Bild. Man denkt, dahinter ist nicht nur Glück. Die Häuser sind düster, die Welt ist prallt aufeinander zu. Man kann ja in diesem Quadrat und in diesem Quadrat auch ein Aufeinandertreffen dreier Grundformen der Kunst, nämlich des Dreiecks, sehen. Wir kennen eine Reihe von Bildern von Ada Schilling auf Fehrmann, wo sie im Zentrum ist, und hier ist sie so fast ein verstecktes Teil. Diese Häuser haben keine Tiefe und die Berge erheben sich nicht, sondern sie sind wie eine Wand da. Und insofern hat das alles etwas Klaustrophobisches auch. Das ist schon eine ganz neue Sprache.